So, ihr Lieben, ha, wir sind immer noch nicht fertig und ich muss mich tatsächlich ein bisschen beeilen, um das hier alles noch rechtzeitig zu schaffen, was ich vorhabe. Deswegen schnell noch die letzten Hüte einfärben und an die Rüstungsständer hängen. Das ist ja alles so eine Detailarbeit hier, das denkt man immer gar nicht. Grün für Schlangenstein. Und da muss ich noch zusehen, dass ich hier irgendwie einen Kamin noch reinbaue, damit das dann noch hübsch ist. Weil es soll ja auch hübsch sein. Denn nur hübsche Sachen sind hübsch. Was hatten wir für Hexenwacht? Rot. Auch. Und hier hatten wir auch blaue Mütze. Blaue Mütze. Meine Mütze. So, und schnell noch eine rote Kappe. Wie ein gewisser Formel-Schweinsfahrer, sehr berühmt aus Delfinus ursprünglichem Gebiet, der auch gerne mal seine Kappe zog. So. Ja, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Wir haben alle keine Schuhe an. Nur vereinzelt. Ich guck mal, was ich unten noch finden kann. Also neun Paar Schuhe. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4. Echt jetzt? 36 Leder? Ja. Mal gucken, ob ich noch genug habe, sonst muss ich Schlacht gehen. Ich habe genau 36 Leder. Das heißt, mein Ledervorrat geht jetzt heute an Schuhen drauf. So, 9 Paar Schuhe. Ha. Oder Waffen kann man ja nicht dran machen. Achso, ich muss eine leere Hand haben. Okay. So, für einen Kamin könnten wir ein paar Gitter gebrauchen. Vielleicht sogar diese Eisenfalltüren. Mal gucken. Und da brauchen wir natürlich dementsprechend einen passenden Stein. Und zwar am liebsten diesen. Und dann noch ein wenig. Ein Feuerzeug. So. Und einen Netherstein. Damit wir es dann auch prasseln lassen können. Ich nehme mal 2 mit. Wer weiß, wie groß es wird. So. Dann mal gucken, ob wir diesen Saal da noch hergerichtet kriegen. Bis es soweit ist. Prösterli. Boah, ja, das hat aber schon einen gewissen Prachtfaktor. Das muss man diesem Raum jetzt auch lassen. Das ist eine sehr bunte Kombination von Rüstung, aber ich hatte nichts Besseres da. So, zeigt her eure Schuhe. Herr Delfino möchte ein rotes Paar Schuhe haben. Das soll er bekommen. So. In Schlangenstein trägt man nur schwarzes Leder. Das ist allseits bekannt. Genau wie blaue Schuhe gerne in... Ich meine natürlich, in Quallenkopf, in Schlangenstein werden blaue Schuhe getragen. So ist es richtig. Und das gleiche gilt im Übrigen auch für die wunderschöne Hexenwacht, auf der wir uns hier befinden. So. Hundsgrab trägt gelb. Das weiß jedes Kind von nah und fern. So, und deswegen machen wir das auch da so dran. Hier mit den schwarzen Latschen. Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts. Leg ich mir einen Frack zu oder komme ich vor Gericht? Ja, irgendwie. Quallenkopfs Schuhe animieren zu solchen Ausbrüchen. Alter, wie nennt man das? Sangeskunst halt in Reinform. Jetzt habe ich ein paar Schuhe zu viel gemacht, wa? Hier waren nämlich noch blaue. Mua.
Gut. Ist da vorne noch eine Rüstung ohne Schuhe? Jo. Na, pass auf. Aber ganz einfach. Lederstiefel. Hier ist ja nichts verschwendet. So. Schön. Schön, schön, schön. Der Deko-Teil wäre soweit. Wenn mir jetzt auffällt, dass diese Bilder eigentlich höher, also diese Banner, höher besser aussehen würden. Wenn ich das hier... Ich habe auch die Fackeln vergessen. Ah. Mal kurz gucken, wenn man die wirklich auf die Höhe hängt... Jetzt geht das wieder los. Es ist dein Bild entschwunden. Schön. Ganz toll. Nein. Hätte ich mal nichts gemacht, hätte ich mal nichts verändert. Nee, 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 nee. Da lassen wir es jetzt. Nee, nee, nee. Auf die Scherze lassen wir es jetzt nicht ein. Es bleibt, wie es geplant gewesen ist. Das ist ein schönes Bild, das will er mir auch immer wieder andrehen. Jetzt habe ich wieder den gleichen Salat in grün. Salat ist meistens in grün, da habt ihr recht. Ja, da kann ich euch nicht widersprechen. Will ich auch gar nicht. Sind wir inzwischen eigentlich wieder mehr Leute? Ja, der Nico ist wieder da, also muss man wieder verschärft aufpassen mit der Schlaferei hier. Tja, naja, und sonst so, Leute? Ja, bei mir auch. Wo ist es? Du machst fast richtig, fast richtig. Bitte. Manu. Bestimmt gleich schon wieder Nacht und ich krieg das nicht mit, weil ich hier... Komm schon, komm schon. Ja! Oh Gott. Danke. So, einen Kamin, einen Kamin, einen Kamin. Möchte ich gerne hierhin haben. Und zwar muss der ja parallel zu den Öfen sein. Und das ist... Ich kloppe jetzt einfach mal ganz kurz die Dinger raus, um das zu markieren. Dann kommt der nämlich hierhin. So. Weil es ist ja logisch, die müssen sich an Schlot teilen, die. Die Dingers. So, warte mal. Jetzt nehmen wir die. Die können wir auch wieder reinnageln. Wäre es das jetzt schon so einfach? Ich experimentiere jetzt hier gerade mal so ein bisschen rum. Raus. Und
Dann setzen wir die Stufen hier oben wieder an. So, und das stecken wir mal in Brand. Und dann mal gucken, ob uns hier die ganze Bude abfackelt. Und dann müssen wir noch eins machen, nämlich die Rückwand. Dieses Feuers. Die müssen wir natürlich auch mit diesem Stein verkleiden. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Nähe des Holzfußbodens zu dem Feuer jetzt nicht zu groß ist. Aber hier ist eigentlich Stein dazwischen. Das sollte okay sein. Wir werden es sehen. Wenn hier die Bude brennt, dann hat es nicht geklappt. So, Freunde. Jetzt aber ab ins Bett hier wieder, oder? Ja. Was schon trinken. Ah, so. Schön. Und da kommen wieder die Öfen davor. Denn das hier wird ja die Küche. Mit Öfen. Und hier kann ich schon mal Arbeitsplatten hinstellen. So, wo wir schon mal da sind. Da kommen noch mehr Öfen ran. Achso, und jetzt hatte ich ja hier extra diese Klappen mitgenommen. Da wollte ich mal gucken. Und damit auch so ein bisschen hier experimentieren kann. Achso, die lassen sich nur mit Schaltern oder mit Hebeln bewegen, oder? Hab ich jetzt beide eingesammelt? Keine Ahnung. Oh, das war zu doll. Kamin nochmal weg. So. Wie war das jetzt? War das jetzt so? Da eine, genau. Ist ja nur kleiner als eben. Das Ganze so. So war es richtig, genau. Ein schnelles Holz ist gefragt. Und weil du gerade das arme Holz bist, was hier so alleine rumdümpelt, wirst du jetzt mein Knopf. So. Den ich nirgendwo hier andetzen kann. Bringt das was, wenn ich hier? Ich und Redstone-Künste, wisst ihr? Das ist so eine. Bringt das was, wenn ich hier? Das ist blöd. Ich mache das jetzt nur mal, um zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe die noch nicht verwendet, diese Teile. Aha. Also. Erstmal, ja, funktioniert so. Aber B, funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, dann machen wir das auch nicht so. Dann bleiben zwei Möglichkeiten. Machen wir es aber so, ne?
Oder sah das mit den Halbstufen besser aus? Doch, ich glaube schon. Das sieht mit den Halbstufen sieht das besser aus. Also gut. Noch Teppiche holen und dann ist der Laden fertig. Und es ist schon wieder eine Folge rum. Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil es dauert auch nicht mehr lange. Bis ich zur Arbeit muss sozusagen. Also hier, intern. Kurz mal gucken. Noch ist keiner der anderen Herrschaften da. Schauen wir gleich mal nach. Alles schnell wieder wegräumen, was wir nicht mehr brauchen. Dass wir da nicht, gar nicht aus der Ordnung rauskommen. So, das sind alles Farben. Hier kommt zur Abteilung Schmiedewaren, genau wie die hier. Redstone zu sagen, nee, das ist Holzkram hier, so ein Schalter, ne? So. Erdgestein zu. Erdgestein. Und das gehört alles hier hinein. Feuerzeug hier. Wir machen noch ein paar Fackeln, die brauchen wir. Gefärbter Ton hier. Schnell noch die letzten Fackeln. So. Das auch. Restliche. Also Kohle brauche ich eh oben noch. Ja, hier so einen ganzen Bratzen mit. Und zu guter Letzt Teppich. Das ist ja meine magere Ausbeute. So, muss dann reichen. Also ich habe jetzt nicht vor, noch mehr dafür auszugeben. So. Schnell wieder nach oben die letzten Sachen angebracht und dann sind wir durch hier. Und dann habt ihr diesen ganzen Ort eventuell schon im Livestream von Hundsgrab gesehen am Sonntag. Jetzt ist heute aber Donnerstag, aber jetzt wisst ihr dann endlich wenigstens, wie es dazu gekommen ist, wie es hier aussieht. Ist ja auch mal ganz wichtig, ne? So ein bisschen Making-of und so und Hintergründe von dem ganzen Spirenzchen hier, die wir so veranstalten. So, jetzt ist die Frage, mache ich hier Teppiche rein oder auf den Tisch welche drauf? Reicht ja hinten und vorne nicht für den Tisch. So, jetzt war noch die Fackelreihe fertig. So. Dann die Fackelreihe richtig fertig. So. Den Herd, ach, der ist noch aufgefüllt. Na gut, dann habe ich jetzt hier noch Kohle liegen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ganzer Holzkram machen wir mal hier rein. So, Teppiche, Teppich, 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 Teppich. Haben wir denn? Wir haben 18. Das heißt, wenn man das durch 3 teilt, sind es 5. Ich müsste es durch 4 teilen. 4, 8, 12, 16. Wenn das hier gleichmäßig wäre, bräuchte ich aber 5. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist egal. Okay. So.
und ja, dann lassen wir das so. Den Rest kann ich natürlich auch hier drauf rumknöpeln. Hier so in die Mitte vielleicht so. Machen wir Platzdeckchen für jeden. Na klar. Hier machen wir rot. Blau. So, sind die Teppiche auch untergebracht irgendwie in einem interessanten Rot-Blau-Muster. Und hier von meinem Throne verabschiede ich mich. Bis denn dann, bis zum Morgen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.